Herzlich willkommen zur Session Post-Quantum Security Transformation Journey. Mein Name ist Denise Demirel und ich werde Sie die nächsten anderthalb Stunden durch diese Session führen. Und der Fokus dieser Session ist das Thema Sicherheit, also beispielsweise, welche Unternehmensbereiche sind besonders von Quantencomputern betroffen und welche Maßnahmen gibt es, um diese zu schützen. Und wir haben hier zwei Vorträge eingeplant. Zum einen erzählt uns Manfred Rieck etwas zum Thema Quantum Security, It's Time to Act. Und im Anschluss gibt uns Dr. Manfred Lochter noch einen Einblick in Kryptographie quantensicher gestalten. Genau, ich sehe schon, Manfred Rieck, du bist schon da. Hallo Denise. Hallo. Dann würde ich sagen, wir können gleich starten. Ich würde dich vielleicht noch ganz kurz vorstellen. Manfred Rieck arbeitet bei der Deutschen Bahn und er hat da bereits 2019 eine Forschungsgruppe zum Thema Quantum Computing gegründet. Die beschäftigt sich zum Beispiel mit dem industriellen Einsatz von Quantencomputern, beispielsweise zum Lösen von Optimierungsproblemen, aber auch mit Sicherheitsaspekten von Quantenkryptographie. So, und damit würde ich an dich übergeben. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Ich öffne mal den Vortrag. Vielleicht während er lädt, kurz als Einführung. Wir sind bei der Deutschen Bahn tatsächlich seit 2019 an dem Thema dran und versuchen zu eruieren, inwieweit das Thema für einen großen Logistiker tatsächlich relevant ist. Und wir haben die Organisation, die wir dazu gründen, QuantumTech genannt, mit dem Hintergrund, dass wir verschiedene Themen beleuchten. Also nicht nur Security, wie es in dem Stream hier der Fall ist, sondern auch das Thema Optimierung. Weil ich würde euch jetzt mal durchleiten über die nächsten 30 Minuten, was wir bisher gemacht haben, wo wir uns rumtummeln und natürlich auch, welche Schwerpunkte wir in absehbarer Zeit sehen, wie wir das Ganze einschätzen. Erstmal vorab, der ganze Markt ist ja jetzt angeschoben worden im vorletzten Jahr über sehr, sehr große Summen, Milliardensummen, die investiert wurden. Wenn wir mal schauen, was in den USA, in Americas, also USA und Kanada tatsächlich passiert, da werden Milliarden investiert. In China werden zweistellige Milliardenbeträge über die nächsten 5 Jahre investiert, die gehen bis zu 15 Milliarden, von denen wir wissen. Und in Europa in Summe 7, davon 2 allein in Deutschland über diese Bundesregierungsaktivitäten seit 2020. Das heißt, das sorgt schon dafür, dass ein richtiger Booster in dieses Thema reingekommen ist. Und was wir als Industrieunternehmen feststellen, ist, dass es natürlich auf der einen Seite jetzt ganz stark auf die Hardwareentwicklung abzielt. Das heißt, man schaut sich schon genau an, wo werden denn Quantenrechner gebaut? Welche Quantenrechner werden implementiert? Welche Hardware wird genutzt? Es geht sehr stark ins Consulting zurzeit. Das heißt, natürlich, Accenture hat dankenswerterweise auch diese Session ausgearbeitet, beziehungsweise diese Session organisiert. Die Consultants, die sind natürlich jetzt auf dem Sprung, das Thema in die Industrie reinzutragen. Und last but not least gibt es natürlich viele Forschungsprojekte, die sich im Moment gebildet haben, Forschungskonsortien, die sich gebildet haben. Da zeige ich euch später was zu, was wir gerade so wahrnehmen. Das heißt, hier ist meine Ableitung, was so die letzten Jahre passiert ist. Wir haben quasi im 1. Januar mit Planck gestartet, Ende 2019 die Vorbereitung getroffen, um an diesem Konsortium teilzunehmen. Und dann ging es quasi über die letzten 2 Jahre Schlag auf Schlag. Das heißt, wir haben diesen IBM Q-Rechner erlebt, der jetzt in Ehningen steht, der zur Verfügung steht, der genutzt werden kann. Wir haben vorher auf den Remote-Systemen gearbeitet. Wir haben den Fujitsu Anila eingesetzt als Übergangstechnologie. Dann baut IQM jetzt den Rechner im LRZ in München unten auf. Wir haben den Anila, den D-Wave in Jülich zur Verfügung stehen. Wir haben gelernt, dass IBM jetzt tatsächlich auch diese bekannten 127 Qubits zur Verfügung stellt. Gerade heute in der Session wurde nochmal bestätigt, dass sie jetzt auf die 400 gehen und dass sie dann auch ihre Roadmap halten. Und wir haben als Bundesunternehmen eine sogenannte Bundesquantenallianz gegründet. Das heißt, wir kümmern uns aus einer Bundesperspektive tatsächlich darum, was bedeutet denn Quantencomputing für uns? Und ich habe es im Ordnen hingeschrieben, Quantencomputing geht nicht weg. Also das bedeutet für uns ganz klar, das Thema ist da. Das Thema wird auch nicht verschwinden. Wir rechnen auch nicht mit einem Quantumwinter dazu. Wir können allerdings den Zeitstrahl aktuell noch nicht absehen, wann es tatsächlich kommt und wie wir damit dann in der Zeit umgehen. Wir selbst als Bahn haben schon 2020 das Ganze in eine Roadmap aufgenommen, bei uns in die Digital- und Technikstrategie.
in der Roadmap verankert. Es gibt so eine Digital Foresight-Organisation bei uns, die schon mit einem sehr guten Vorfeldradar bewertet, wo die Reise in neuen Technologien hingeht. Ihr kennt das, KI, IoT, Blockchain, all die Themen, die in den letzten Jahren ja en vogue waren und auch sind. Und da hat sich Quantencomputing tatsächlich hochgearbeitet in den letzten 2 Jahren. Das heißt, es bestätigt uns nochmal, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und dass wir das Thema dann auch angehen, so wie wir das jetzt machen, im überschaubaren Rahmen, also nicht großtechnisch, aber schon so, dass wir selbst bewerten können, was es für die Organisation denn tatsächlich bedeutet. Wir selbst als Bahn schauen aus 2 Perspektiven drauf. Wir sehen auf der einen Seite die Chancen, die sehr, sehr großen Chancen, die ja angedeutet werden, die noch nicht bewiesen wurden. Also, dass wir Dispositionsprobleme lösen können. Und ihr wisst, wir haben ja zur Disposition Schienen und Züge und Energie und Menschen, also Personale, die über die verschiedenen Netze bewegt werden. Das heißt, da sehen wir schon die Möglichkeit, dass wir Optimierungsprobleme über kurz oder lang über den gesamten Stack lösen können, was jetzt im Moment nur singulär für die einzelnen Komponenten passiert. Das ist die gute Seite der Medaille. Die etwas kritischere Seite, und das ist ja innerhalb dieser Session, wird sein das Thema, wie gehen wir mit den Risiken um? Also wir haben heute in der Session ja gelernt, dass die Risiken definitiv da sind. Also der Shor-Algorithmus, der ist da. Wir wissen ja nicht, welche Algorithmen, Alternativalgorithmen eingesetzt werden, um dem Ganzen zu begegnen. Aber das ist genau einer der Punkte, um die wir uns in der Organisation kümmern. Das heißt, 3 Use Cases. Der eine ist also 2 sind aus dem Optimierungskontext. Einmal für die Züge. Umlaufoptimierung zurzeit für die Weißen und die Optimierung für die Trassen. Das heißt, wie optimiere ich denn meine Schienenwege tatsächlich möglichst in Echtzeit, wenn die großen Systeme da sind. Und der dritte Case ist das Thema Kryptografie. Und da geht es tatsächlich darum, erstmal eine Risikobewertung durchzuführen. Was heißt das denn, wenn die Systeme gebrochen werden können, wenn die PKI-Systeme nicht mehr stabil sind und angegriffen werden können? Das ist durchgeführt worden und das Risiko ist relativ groß, kann man schon sagen. Und auf der anderen Seite, wie gehen wir jetzt damit um? Was leiten wir daraus ab und wie müssen wir uns als Organisation aufstellen? Da ich ja weiß, dass mein Vornamensvetter auch im Call ist, Manfred, hallo, der gleich im Anschluss natürlich das hier wahrscheinlich nochmal bestätigen wird, hoffe ich zumindest, ist aus seiner Feder. Da lehnen wir uns natürlich immer ganz gerne ran, um das Ganze auch überzeugend in den Organisationen zu transportieren. Wird ja nochmal ganz explizit auch in der neuesten Ausgabe beschrieben, dass es nicht mehr darum geht, ob das überhaupt kommt, sondern das ist nur eine Frage der Zeit. Und die Diskussionen heute im Laufe des Tages haben ja auch ergeben, man spricht zwischen 5 und 15 Jahren, in denen mit diesen Systemen zu rechnen ist. Das heißt, deshalb auch der Titel dieses Vortrags, It's Time to Act. Das heißt, wir müssen uns definitiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und die IBM Roadmap bestätigt ja, dass das auch real ist und dass es jenseits der PowerPoint-Darstellungen ist. Wird natürlich für diese Veranstaltung wieder gerne Masco genutzt. Das heißt, dieses Theorem, was ja aussagt, dass es schon eine Fragestellung ist, wie lange brauche ich denn überhaupt geheime Daten? Das heißt, wie lange müssen die geheim sein? Und ist denn der Zeitraum, bis der große Rechner zur Verfügung steht, denn länger oder kürzer als der Zeitraum, in dem ich die Daten benötige, die geheimen Daten benötige? Und im Moment wissen wir es tatsächlich noch nicht. Und je nachdem, welchen Experten man fragt, schwanken die Zahlen tatsächlich sehr, sehr groß. Es gibt ja Lager, die das ganze Thema auch eher verneinen und sich da keine Sorgen machen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Lager, die sehr kritisch in das Thema reinschauen und die Möglichkeiten nutzen, die heute ja schon da sind, um sich zumindest darauf vorzubereiten. Und wir gehören zum Zweiten. Also wir bereiten uns darauf vor, wir setzen uns mit dem Thema auseinander und wir haben dazu ein Team aufgesetzt, was genau diese Themenstellung erarbeitet. Ursprünglich gestartet mit den Planck-Aktivitäten und jetzt erweitert um diese Bundesquantenallianz-Aktivitäten, das heißt im Austausch mit weiteren Bundesunternehmen und im Austausch mit Hochschulen, um das ganze Thema denn auch tatsächlich hieb- und stichfest zu machen. Also im Moment natürlich
auch gerne heranziehen, sind die weiteren Insights aus der Bitkom. Das heißt, auch das Denken in der Organisation dahin zu bringen, dass wir jetzt keine neue Hardware implementieren müssen, dass wir jetzt keinen Flächen-Rollout machen müssen, um quantensicher zu werden, also um eine quantensecure Organisation oder ähnliches zu werden. Das bekommt man auch in den Organisationen tatsächlich nicht gefundet. Security ist ja nicht unbedingt immer das positiv besetzte Baby einer Organisation, weil dafür Gelder nicht gerne in die Hand genommen werden, sondern das ist so ein Must-Have in den Organisationen. Und da dauert es schon eine gewisse Zeit, um die CISOs davon zu überzeugen, dass dann auch tatsächlich was getan werden muss. Und bei großen Organisationen, wie wir sie eine sind, benötigt es natürlich auch entsprechende Überzeugungskraft, dass die Player das Thema auch entsprechend wahrnehmen und dass wir dann auch die Vorlaufzeiten nutzen, die wir benötigen, um die Implementierung bzw. um überhaupt erstmal die Algorithmen zu identifizieren, die genutzt werden können, wenn sie dann zumindest freigegeben werden und diese dann implementieren. Das heißt, der Grundgedanke sollte sein, dass PQC tatsächlich so eine Grundannahme ist, die wir immer einsetzen möchten und dass wir tatsächlich auch immer daran denken, dass wir die Daten, die wir heute ablegen, dass sie natürlich später tatsächlich geknackt werden können. Und das heißt, um diese Sensibilisierung in Organisationen, die nicht IT-Organisationen sind, ist schon schwierig. Das heißt, die meisten in dem Call, die sind ja tatsächlich aus reinen IT-Organisationen und wir müssen das in den Fachbereich reinbringen. Das heißt, wir müssen den Fachbereich davon überzeugen, dass da was auf uns zukommt und dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Und dazu dienen eben genau diese Maßnahmen, so wie diese Veranstaltung jetzt oder Veranstaltungen über verschiedene große Netzwerke, in denen wir aktiv sind und die dann auch aufzeigen, wo denn was zu tun ist. Also immer so der Berater von außen, der in die Organisation reinruft und die Informationen weitergibt, ist an der Stelle wirklich Gold wert. Und dieses Credo, das nutzen wir auch, indem wir tatsächlich mal wieder die Zahl hochwerfen, 5 bis 10 Jahre. Also Diskussionen haben ergeben, dass es schon in großen Organisationen at least 10, 12, 15 Jahre dauert, bis man PKI-Systeme angepasst hat. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das heißt, diese ganze Vorbereitung, die nötig ist, um entsprechende Programme aufzusetzen, um die Security in Gesamtorganisationen auf den aktuellen Stand zu bringen, das hat eine sehr, sehr lange Laufzeit inklusive Budgetierung. Und dies soll ihn nochmal sensibilisieren, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also sind schon der Meinung, es ist nicht 5 vor 12, es ist eigentlich schon 12 Uhr. Und das bedeutet, dass man tatsächlich wirklich jetzt dringendst aktiv werden muss mit ersten Versuchen und diese Implementierung auch versuchen sollte umzusetzen. Wir wissen ja nicht, wo die Systeme entstehen. Also wir sind nicht unbedingt davon überzeugt, dass es Systeme sind, die bei Unternehmen unterm Schreibtisch stehen. Es werden wahrscheinlich eher Governance-Organisationen sein, die tatsächlich zu diesen Angriffen führen. Und darüber muss man sich im Klaren sein, das kann man jetzt im Moment nicht absehen, man muss aber entsprechend aufgestellt sein und sich entsprechend vorbereitet haben. Und ich hatte ja eingangs gesprochen über die Konsortien, die sich bilden. Und wenn wir uns so den Gesamtmarkt weltweit anschauen, was da gerade passiert, dann sehen wir natürlich in den USA, jetzt eingangs gesagt, große Aktivitäten im Hardware-Bereich, also Bau der Quantencomputer. Da sehen wir die Player, die wir auch aus dem Plattformkontext kennen, größtenteils aus der Plattformökonomie. Also gerade Amazon, Microsoft, Alphabet bzw. Google ist dabei. Honeywell ist etwas überraschend aufgetreten im letzten Jahr. Amazon scheint auch einen Quantenrechner zu bauen, keiner weiß genaues dazu, aber da passiert auf jeden Fall was. Und natürlich D-Wave, dessen System wir ja schon in Jülich jetzt im Einsatz haben. Und in Europa gibt es Organisationen, so Konsortien, die sich gebildet haben, die auf der europäischen Ebene über QUIC organisiert sind. Das ist ein Konsortium, besteht mittlerweile aus, ich glaube, so etwa 150 Mitgliedern. Da sind wir auch eins der Mitglieder, Industrieunternehmen, die auf europäischer Ebene versuchen,
das Thema tatsächlich zu bearbeiten, zu bewerten und auch eine Roadmap erstellt haben, die genutzt werden soll, um denn auch tatsächlich in den einzelnen Ländern, das ist auch gerade gehört, das ist kein Landesthema, das ist ja ein europäisches Thema, was wir da angehen, aber dass wir in den einzelnen Ländern zumindest ein Stück weit synchronisiert sind und dort die Aktivitäten in eine gemeinsame Richtung bringen. In Anlehnung an das Flagship-Programm, was ja vor einigen Jahren schon gestartet wurde und mit der ersten Milliarde ausgerüstet wurde, ist QUIC quasi jetzt dann das Governance, die Governance-Organisation, die sicherstellt, dass dieses Gesamtbild auch erfolgt und dass wir dann auch schlussendlich über kurz oder lang den europäischen Quantenrechner zur Verfügung haben mit dem gesamten Stack, der dafür nötig ist. Und auf der deutschen Seite sind viele Konsortien entstanden, in München zum Beispiel, das Munich Quantum Valley, was ja sehr stark auch mit dem LRZ jetzt und dem IQM-Rechner sicherstellt, dass wir die Quantenrechner und die High-Performance-Rechner zusammenbringen und dass wir die quasi auch miteinander verknüpfen und interagieren lassen. Dann gibt es natürlich das Saxony Valley, was entstanden ist und sehr stark dabei ist, auch im Sensing, im Sensorbereich aktiv zu werden. Es gibt die QTech, die entstanden ist aus mittlerweile 10 oder 12 Industrieunternehmen, die auch von aus einer reinen Industrieperspektive das Thema betrachtet und erste Use Cases für sich aufgearbeitet hat, so wie wir das in Planck ja auch gemacht haben. Und David hat es heute gesagt, wir sind mittlerweile 19 Mitglieder und sind 19 Unternehmen, die das ganze Thema tatsächlich von der Software-Seite her betrachten und sicherstellen, dass wir dort dann auch die Software-Seite ausgiebig beleuchten. Es ist ja nicht mehr unbedingt ein reines Physiker-Thema. Jetzt kommen die Informatiker ins Spiel. Und jetzt muss das Ganze natürlich auch entsprechend implementiert werden und soll ja dann auch darauf hinauslaufen, dass wir diese Systeme dann auch in einem Software-Lifecycle in den Einsatz bringen und in Kombination mit den Anwendungen, die wir zum Teil in der Cloud haben. Weil da merkt man schon, das ist jetzt quasi der nächste Evolutionsschritt, der stattfindet. Und all das bedeutet schon für uns so aus einer Security-Perspektive, da passiert was. Dass die Systeme sind da, die entwickeln sich jetzt so langsam, die wandern raus aus den Hochschulen, die werden von der Industrie genutzt. Und wir müssen uns natürlich dann darüber im Klaren sein, dass es auf der anderen Seite auch Länder gibt, die diese Dinge jetzt nicht unbedingt im Gutwillen nutzen möchten und dann schlussendlich auch Angriffe starten könnten. Wenn wir jetzt den Schwenk Richtung Asien machen, da gibt es auch die großen Plattformbetreiber, die wir alle kennen, also Tencent, Alibaba, Baidu, die sich zum Teil sogar zusammengeschlossen haben, im Gegensatz zu den Amerikanern, und dort gemeinsam an Themen forschen und gemeinsam ganz stark in der Quantenkommunikation aktiv sind. Jetzt eingangs gesagt, 15 Milliarden Zuschüsse auch vom Staat bekommen. Und da merkt man ganz einfach, dass eine entsprechende Power auch hinter, um die Dinge schlussendlich umzusetzen. Und die Japaner, die wir erkennen über Fujitsu, die auch, soviel ich weiß, den zweiten IBM-Q-Rechner bekommen sollten oder schon haben, außerhalb der USA, die natürlich auch da sehr stark sind in der Berechnung und auch in den Optimierungscases. Und für uns als Bahn, wie gesagt, ist es ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite das Optimierungsthema immer wieder betrachten, also immer wieder betrachten, ab wann ist die Technologie für uns denn überhaupt relevant, um die Optimierung der Disposition tatsächlich einzuführen? Zurzeit sind die Systeme einfach zu klein, um ernsthafte Dinge zu betreiben. Und auf der anderen Seite sind wir nun mal Kritisbetreiber, der in der Organisation, also hier in Deutschland, sowie die Banken ja auch, und müssen eben sicherstellen, dass wir security-seitig abgesichert sind und beschäftigen uns aus dem Grund ganz intensiv über die, ich habe es mal aufgelistet, über die verschiedenen Konsortien mit dem Thema, also Planck, die DIVQSEC, QUIC und jetzt auch die Bundesquantenallianz. Dazu, kleine Werbetrommel, stellen wir natürlich auch Mitarbeiter ein. Das heißt, wir expandieren in dem Thema und möchten sicherstellen, dass wir dann auch da jeweils State of the Art unterwegs sind und das Ganze auch im Sinne der Gesamtindustrie bearbeiten können und zum richtigen Zeitpunkt dann auch noch weiter hochskalieren können. Im Moment ist es wirklich so, dass es ein überschaubares Thema bleibt. Wir bleiben State of the Art, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Auge auf der Schiene und schauen, was da passiert.
und sind vorbereitet, sodass wir denn dann auch hochfahren können, wenn das Thema zum Fliegen kommt. Was wir jetzt im Moment tatsächlich ganz stark machen über das Team, ist das Ökosystem, im Ökosystem aktiv zu werden, also national und international. Und auf der anderen Seite auch Maßnahmen einzuführen, um die Kryptoagilität zu implementieren, soweit es geht. Also wir machen eine Inventur zum Beispiel. Wir diskutieren mit den Herstellern, welche Roadmaps sie denn überhaupt haben und wie wir diese nutzen können. Wir beachten ganz stark die Regulatorien, mit denen wir rechnen, die über kurz oder lang dann auch über das Eisenbahnbundesamt auf uns zukommen in diesem Kontext, bezüglich Safety und Security natürlich. Und schauen auch natürlich auch ganz stark drauf, was denn jetzt, welche Algorithmen empfohlen werden, was BSI sagt, wie weit die NIST ist, um da laufend up to date zu bleiben. Das heißt, das ist so der Überblick, in dem wir im Moment unterwegs sind. Und ich hoffe, dass das erstmal so einen Blick gegeben hat, was wir machen, wo wir unterwegs sind. Und das wird hoffentlich dann gleich gut ergänzt von den Insights, also den technischen Insights von Manfred. Vielen Dank. So, danke schön für den Vortrag. Gibt es Fragen aus der Runde? Gerne über den Gruppenchat stellen oder einfach die Hand heben. Ansonsten hätte ich schon mal eine Frage. Ja? Oder hat jemand? Dann warte ich das noch kurz ab. Ich stelle schon mal meine Frage. Und zwar, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ne, Regularien, da kommt auch immer das Thema Standards mit rein. Wie ist das denn im Bereich Quantentechnologien, also Quantum Key Distribution, Quantencomputer? Weißt du, was ist da geplant? Welche Standards bräuchte es? Ist da irgendwas schon im Entwurf? Gibt es vielleicht schon Standards? Was ist denn da der Stand? Naja, im Moment gibt es ja genau diese Standards noch nicht. Das heißt, wir warten schon auf die Ergebnisse der NIST und wir übernehmen zurzeit die ersten Empfehlungen des BSI zu möglichen Algorithmen, die implementiert werden können. Aber echte Standards, auf die wir zugreifen können, sind tatsächlich im Werden. Also man merkt schon das Thema, das ist sehr, sehr früh. Und dazu gibt es ja auch diese europäische Gruppe, die sich jetzt Gedanken macht, wie denn Standards grundsätzlich aussehen können. Aber der Knackpunkt ist ja schon, wir haben die Hardware eigentlich noch nicht in der Größe, wie wir sie bräuchten. Wir haben den Software-Stack auch noch nicht, den wir eigentlich benötigen. Und müssen aufpassen, dass wir nicht über Standards dann auch die Innovation abwürgen, bevor sie denn auch tatsächlich zum Tragen kommt. Ich glaube, das ist jetzt im Moment die Herausforderung. Und für uns eine ganz große Herausforderung ist natürlich auch, wie überzeugen wir Organisationen, wie überzeugen wir auch Management, nicht technisches Management vom Thema. Und muss schon sagen, und alerten sie ein Stück weit, dass da was kommt. Und dass wir denn dann auch diesen Alert nutzen und den Schwung nutzen, um Implementierung bei uns durchführen zu können. Gut, danke schön. Und ich sehe, wir haben noch eine andere Frage, nämlich, genau, das haben wir vor ein paar Tagen in den Nachrichten gesehen. OpenSSL nutzt jetzt auch Post-Quantum Security. Ich meine, es wäre Andrew zusammen mit einem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Ist das doch zu riskant oder ist es gut, dass dieser Schritt getan wird? Ja, also ich habe es auch gelesen. Ich muss gestehen, Tim, ich war jetzt gerade die 2 Wochen im Urlaub, als das rausgekommen ist und habe es dann gestern erfahren. So, die erste Bewertung bedeutet, dass wir uns das natürlich anschauen werden, wie das Ganze funktioniert, ob das nutzbar ist und das im Rahmen von Proof of Concepts bei uns ausprobieren. Aber zu riskant würde ich jetzt im Moment nicht sagen, ganz im Gegenteil, das ist ja auch wieder ein hybrider Einsatz, den die vorhaben, das heißt klassisch und Quante. Und von daher glaube ich, wäre das schon der richtige Weg. Das zeigt uns wieder, das Thema ist präsenter als gedacht. Das ist jetzt nichts, was, wovon wir glauben, dass es kommt, sondern wenn sich tatsächlich jetzt Hersteller in ihren Systemen mit dem Thema auseinandersetzen, dann gehen wir schon davon aus, dass es sogar vielleicht noch schneller kommt als gedacht. Ich habe doch gelesen, IBM hat auch in ihrem Mainframe-Bereich so eine Quantensicherheit eingebaut. Und mal diskutiert, bauen Quantensicherheit ein. Müssen wir schauen, wo die Reise dahin geht. Aber zu riskant ist es auf keinen Fall. Nein.
Wieder so ein bisschen in die Richtung der nächsten Frage, nämlich die Frage, wie siehst du, Manfred, das Thema Crypto as a Service, was IBM vorhin vorgetragen hat, für den Einsatz bei der Bahn? Ja, fand ich einen schönen Vortrag, muss ich sagen. Ich habe ihn auch direkt angechattet. Wobei mich natürlich dieses Modell, dieses Maturity-Modell an erster Stelle mal interessiert, was Sie da schon erarbeitet haben. Ich glaube, das müssen wir nicht alle erfinden, jeweils für uns. Und diesen Crypto-as-a-Service muss man ein bisschen differenziert betrachten. Security ist ja nun mal ein unternehmenseigenes Thema. Und viele Unternehmen, also gerade viele Industrieunternehmen, sind natürlich in der Außenkommunikation da sehr, sehr zurückhaltend, was sie denn machen und wie sie mit dem Thema umgehen. Und von daher bin ich mir auch nicht sicher, ob solche Themen tatsächlich als Service ausgelagert werden. Und wenn ja, wie stark es dann geht oder ob man nicht tatsächlich einige Dinge auch im eigenen Haus behält und durch die eigene Organisation durchführen lässt. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja. Ich meine, danke schön. Dann freue ich mich auf unsere Diskussion später. Da können wir die Punkte ja auch nochmal aufgreifen. Wir haben ja noch eine kleine Panel-Diskussion im Anschluss. Dann würde ich jetzt erstmal mit dem nächsten Vortragenden ankündigen. Ich gucke mal. Genau. Manfred, doch, der ist auch schon da. Dankeschön an dich. Danke. Gut. Dann würde ich, wenn du deine Folien öffnest, dich einfach auch mal kurz vorstellen. Dr. Manfred Lochter ist bereits schon seit 1994 beim BSI in der Informationstechnik tätig und hat zum Beispiel auch schon die Einführung von Elliptic Curve Kryptographie begleitet. Und zurzeit beschäftigt er sich vor allem mit dem Thema quantensichere kryptografische Lösungen, aber auch Seitenkanalsicherheit und Blockchain-Technologie. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist und uns ein bisschen was über Kryptografie, quantensichere Gestalten erzählst. Und damit, the stage is yours. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und ich habe heute auch schon ein paar interessante Vorträge gehört, wo ich jetzt wahrscheinlich im Lauf von meinem Vortrag auch ein bisschen drauf eingehen werde. Vielleicht wird er ein bisschen anders aussehen, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Es beginnt eigentlich schon beim Titel. Der Titel ist ja auch der, also Kryptographie quantensicher gestalten, ist ja auch der Titel der BSI-Broschüre, die der andere Manfred jetzt gerade schon erwähnt hat. Und wir verstehen tatsächlich hier an der Stelle etwas anderes wie IBM. Also für uns ist Quantum Safe tatsächlich Postquantenkryptographie und Quantenkommunikation. Das fand ich ganz interessant, dass da es auch durchaus unterschiedliche Sprachgebräuche gibt. Müssen wir vielleicht ein bisschen drauf aufpassen auf Dauer, dass das nicht ganz aus dem Ruder läuft. Also ich hatte eigentlich vor, etwas über die Quantenbedrohung zu erzählen, nochmal zu Kryptoagilität und Standards. Da denke ich, da habe ich auch an ein, zwei Stellen vielleicht ein bisschen Meinungen, die unterschiedlich sind zu dem, was vorhin gesagt wurde. Ein wenig was zum BSI-Aktivitäten und Awareness und Migration sagen. Und insbesondere ist es so, dass das BSI mit KPMG gerade eine Umfrage gestartet hat zum Thema Awareness für die Quantenbedrohung. Da haben wir mittlerweile die ersten Rückläufer und da gab es durchaus unerwartete Antworten in denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Und deswegen werde ich vielleicht an einigen Stellen auch für die Schwerpunkte gleich ein bisschen anders setzen. Und wenn noch ganz viel Zeit ist, was ich nicht glaube, habe ich noch ein paar Ersatzfolien, die Projekte vom BMBF, Wirtschaftsministerium und anderen beschreiben, die tatsächlich in dem Gebiet im Moment laufen. Vielleicht sollte ich auch sagen, das BSI hat seit letzter Woche einen neuen Folienmaster und mit dem fremdele ich ein bisschen noch und also die optische Qualität bitte ich dann erstmal zu entschuldigen. Aber nehmen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie ist das überhaupt mit Kryptographie? Früher eher eine Sache, die eigentlich nur Regierungen interessiert hat, wie hier die Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg. Heute ist die Kryptographie schon viel weiter verbreitet. Jeder, der ins Internet geht, jeder, der seinen Personalausweis benutzt, seine Gesundheitskarte, benutzt Kryptographie.
Und da benutzen wir auch häufig Smartcards als Sicherheitsanker. Und ich fand das tatsächlich in dem Vortrag von Herrn Morgner ganz interessant, dass er da relativ optimistisch war, wenn es darum geht, Postquantenkryptographie auf Smartcards zu gehen. Da müssen wir uns sicherlich nochmal drüber austauschen, weil wir tatsächlich auch teilweise konfrontiert werden mit anderen Meinungen, die so in die Richtung gehen, das ist alles nicht möglich und wir kriegen das nicht auf Smartcards und soll man nicht direkt alles in Software oder in virtuellen Smartcards machen. Insofern war das schon eine wertvolle Information. Tatsächlich wird so eine Migration natürlich auch, also die Geschwindigkeit von so einer Migration hängt natürlich auch davon ab, überhaupt Produkte wie Smartcards dann verfügbar sind, die man verwenden kann. So, und zukünftig werden wir letztlich überall Kryptographie haben, mit großer Vernetzung, mit langer Lebensdauer, K2K, da reden wir ja fast von 30 Jahren, wir brauchen Rückwärtskompatibilität. Wenn wir jetzt über lange Lebensdauer reden, dann ist das ein kritischer Punkt, weil zum Beispiel das BSI sich in seinen technischen Richtlinien jetzt im Moment nicht traut, Voraussagen über mehr als 7 Jahre zu machen. Ja, das heißt also, wir sehen schon, da sind Produkte in der Welt, die werden sehr lange leben. Und andererseits trauen wir uns gar nicht zu sagen, die Algorithmen, die da verwendet werden, werden so lange halten. Ja, das zeigt, dass wir auch jetzt schon Agilität brauchen. Ja, also ganz unabhängig von der Bedrohung durch Quantencomputer ist es wichtiger, seine Produkte viel flexibler zu gestalten, als das früher war. Also ich erinnere mich noch gut, dass vor sehr langer Zeit der Johannes Buchmann als erster, glaube ich, versucht hat, das Thema zu promoten. Der ist letztlich ausgelacht worden. Und als wir mit dem Quantenthema kamen, also 2015 nach der Warnung durch die NSA, ging es uns eigentlich in den ersten Monaten ähnlich. Da gab es sehr viel Gegenwind und Leute sagten, also Agilität könnt ihr vergessen, das wird nie klappen. Also insofern sehe ich hier an der Stelle auch einen gewissen Fortschritt. Also jetzt mittlerweile ist Agilität als Ziel anerkannt. Das ist gut so. Und man kann natürlich immer darüber diskutieren, was Agilität bedeutet, nicht? Bei ganz billigen Produkten oder so kann das vielleicht auch bedeuten, man ersetzt sie einfach. Bei teuren eher nicht. Genau. Das wurde auch heute schon gesagt. Wir gehen von der Arbeitshypothese aus, dass es Anfang der 2030er Jahre einen kryptografisch relevanten Quantencomputer geben wird. Dazu gibt es auch eine Studie des BSI. Die wird gerade abgedatet und wir sind mal gespannt, was da rauskommt, weil wir sehen jetzt schon, also es gibt, wenn man Leute fragt nach ihrer Kristallkugel, doch völlig unterschiedliche Meinungen, wann wir mit einem kryptografisch relevanten Quantencomputer rechnen müssen. Es gab vor kurzem jetzt eine Studie von Booz Allen Hamilton, da gab es durchaus Leute, die sagten, 2027 ist schon gefährlich. Andere sagen, das ist vielleicht doch noch ein Hirngespinst. Aber das bedeutet nicht, dass wir einfach sagen können, warten wir mal ab, sondern eigentlich wollen wir ein gutes Risikomanagement machen. Wir können der potenzielle Schaden ist so groß, dass auch wenn die Wahrscheinlichkeit nur 10% oder 5% ist, dass es Quantencomputer geben wird, die unsere Kryptographie angreifen, müssen wir natürlich was tun. Und ja, wichtig ist mir eigentlich auch die Bemerkung, dass kryptografisch relevant eigentlich noch ein undefinierter Begriff ist. Wir wissen noch gar nicht, was man alles mit Quantencomputern machen kann im Bereich der Kryptographie. Da wird immer Shor und Grover zitiert. Aber es gibt zum Beispiel auch den HAL-Algorithmus. Da gibt es noch viele offene Fragen zu. Es mag auch Kombinationen mit klassischen Algorithmen geben. Es gibt Anwendungen auf Seitenkanalangriffe. Also da wird es über Jahre hinweg, denke ich, noch viel Forschungsbedarf geben, der im Moment auch noch nicht voll verstanden ist, denke ich. Was übrigens auch ein Argument für Agilität ist, weil selbst wenn wir uns jetzt auf die NIST-Algorithmen oder irgendwelche anderen Postquanten-Algorithmen festlegen, ist das noch keine Garantie, dass wir da jetzt was auswählen mit der richtigen Schlüssellänge, dass das
den Test der Zeit überstehen wird. Durch Quantencomputer haben wir unterschiedliche Bedrohungen. Das wissen wir. Es ist im Grunde genommen bei symmetrischen Verfahren reicht es, die Schlüssellänge zu verdoppeln. Asymmetrische kryptografische Verfahren sind eher das Problem. Die würden nämlich durch Shor gebrochen werden. Ich hatte gerade gesagt, dass wir unerwartete Antworten hatten. Also heute kam zum Beispiel von einem recht großen Unternehmen die Antwort, Store Now, Decrypt Later, nie gehört. Deswegen das nochmal hier, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man kann auch heute Kommunikation, die durch asymmetrische Kryptographie gesichert ist, zur Schlüsseleinigung speichern und versuchen später zu entschlüsseln. Deswegen muss man sich auch Gedanken machen über die Lebensdauer seiner Daten und teilweise jetzt schon handeln. Und wenn es mit Ad-hoc-Maßnahmen ist, wenn der Wert halt groß genug ist. Signaturen, da sieht es ein bisschen anders aus, solange wir nicht über die Roots von PKIs reden. Genau, und da gibt es jetzt zwei Lösungen. Postquantenkryptographie, die beruht tatsächlich auf der Annahme, dass irgendein mathematisches Problem schwer, und QKD. Zu QKD gab es ja vorhin auch schon eine Diskussion. Und dazu wollte ich jetzt eigentlich nichts sagen. Ich mache es jetzt trotzdem. Bei QKD ist die Situation halt so, dass es eigentlich noch gar keine Standards gibt. Also selbst die Algorithmen, die so genannt werden, BB84 und ähnliche, sind nicht standardisiert. Es fehlen uns Prüfkriterien. Da arbeitet jetzt gerade das BSI mit ETSI zusammen dran, ein Protection Profile zu erstellen. Wir sind zweimal daran gescheitert, Sicherheitsbeweise für QKD vernünftig aufschreiben zu lassen. Und wir würden sicherlich nicht das One-Time-Pad zulassen als Verschlüsselungsverfahren, weil wir da doch zu viele Implementierungsschwächen erwarten, die natürlich auch eigentlich noch alle betrachtet werden müssen. Seitenkanalangriffe auf QKD, auch dazu fehlen noch Evaluierungskriterien, und auch da wird es lange Forschung geben. Deswegen kann man, glaube ich, durchaus sagen, dass beide Vorschläge durchaus Kritikpunkte haben, über die man reden muss, und sie sich sicherlich auch in einigen Szenarien ergänzen können. Was vorhin gesagt wurde über die Verteilung der Authentisierungsschlüssel und Ähnliches, natürlich, das ist so, das ist ein Problem. Es wird tatsächlich auch noch schlimmer, wenn man große Netzwerke hat und dann paarweise Beziehungen aufbauen will. Dann bleibt einem fast nichts anderes übrig, als eine PKI darüber zu setzen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich gefordert, da was zu tun, weil ja zum Beispiel in der EU gerade eine Quantenkommunikationsinfrastruktur im Aufbau ist, in die relativ viel Geld fließt und die auch unter anderem einen Satellitenanteil haben wird. Aber fürs BSI, das muss man ganz klar sagen, ist der Fokus erstmal auf der Migration zur Postquantenkryptographie, weil die doch noch deutlich ausgereifter ist als die QKD. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ich komme jetzt vom Hölzchen aufs Stöckchen, dass QKD die Technologie dahinter auch andere Anwendungen bietet, wie zum Beispiel Verschränkungsverteilung, die man dann benutzen kann, oder worum man darüber nachdenkt, dann Quantencomputer zu koppeln. Das heißt, also die Technologie an sich ist sicherlich hochinteressant. Genau, Moskas Theorem haben wir gerade schon mal gehört. NIST arbeitet an der Standardisierung von Algorithmen. Wir hatten jetzt erwartet, dass es Ende März, das war ja die Ankündigung, spätestens dann verkündet wird, wer die Sieger sind. Das ist nicht passiert, jedenfalls habe ich bis gestern nichts gesehen. Und trotzdem tun sich interessante Sachen. Und das bestätigt eigentlich auch das Argument für die Agilität. Wir sind also jetzt kurz vor dem Ende des Prozesses. Und was sehen wir? Einer der Kandidaten, Rainbow, wird letztlich gebrochen, obwohl das ein Algorithmus ist, der 17 Jahre alt ist. Es gibt neue Gitterangriffe, habe ich hier auf der rechten Seite aus Israel, die letztlich nachweisen, dass die Sicherheit von der ganzen Reihe von Kandidaten erstmal geringer ist als
das, was die Autoren sagen und dann auch unter das angestrebte NIST-Sicherheitsniveau fällt. Wir haben hier alles Kandidaten, die strukturierte Gitter verwenden. Stellen sich noch so Fragen, wie gilt das auch bei unstrukturierten Gittern? Die meisten hier werden wissen, dass das BSI ja unstrukturierte Gitter erstmal empfiehlt, weil wir uns nicht sicher sind, dass die gleiche Sicherheit wie strukturierte Gitter bieten. Es gab auf ePrint aus Bochum eine Arbeit, wie man Backdoors in MacElise unterbringen kann. Das ist natürlich letztlich eine Implementierungsfrage, aber auch die müssen wir im Auge behalten. Mittlerweile, wenn ich das richtig verstehe, redet man auch darüber, dass vielleicht nur die Algorithmen verkündet werden, die Schlüssellängen aber später. Aber auch dann, dann gibt es noch Fault-Attacken auf Delitium-Signaturen unten links, die in den letzten Tagen rausgekommen sind. Also ganz erstaunlich, dass jetzt kurz vor Ende des, oder vielleicht auch nicht vom wissenschaftlichen Standpunkt, dass jetzt kurz vor Ende des Prozesses relativ viele Attacken rauskommen. So, aber selbst wenn, brauchen wir ja auch noch Implementierungssicherheit und Produkte. Und wenn ich darüber nachdenke, wie lange wir gebraucht haben, um elliptische Kurven und RSA halbwegs Seitenkanal sicher zu machen, denke ich, das wird uns auch länger verfolgen. Vorhin wurde gesagt, dass hybride Lösungen nur eine bestimmte Zeit lang da sein werden, also sozusagen bis Postquantum eingeführt ist. Das glaube ich nicht, ist auch nicht die Meinung des BSI, sondern wir sehen hybride Lösungen, also die Verwendung von zwei Schlüsseleinigungsverfahren parallel, eher als einen Baustein, um auf Dauer Kryptoagilität herzustellen. Genau. Und dazu gibt es tatsächlich auch eine deutsche Strategie, die Cybersicherheitsstrategie aus dem Jahr 2021, also noch von der letzten Regierung. Aber da stehen Ziele drin, wie im Hochsicherheitsbereich hat der Wechsel zu quantensicherer Kryptographie begonnen bis 2025. Das ist so. Es gibt mittlerweile die ersten geheim zugelassenen Produkte. Da arbeiten wir dran. Was schwieriger ist, ist, dass der zweite Punkt in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist die Dringlichkeit des Wechsels zu quantensicherer Kryptographie akzeptiert und in kritischen Bereichen eingeleitet. Daran arbeiten wir. Wir versuchen auch, wie jetzt heute auch zum Beispiel, das Thema sehr zu promoten, sind uns aber auch nicht so vollständig sicher, ob die Information wirklich überall angekommen ist. Wir versuchen das jetzt auch über Allianz für Cybersicherheit und Kritis und auch die bereits zitierte KPMG-Studie. Aber persönlich bin ich ein bisschen skeptisch, ob das Thema schon gerade auch so in mittelgroßen Unternehmen angekommen ist und ernst genug genommen wird. Wir haben dazu schon frühzeitig, also vor NIST-Algorithmen empfohlen, Frodo Chem und Classic MacElise. Und setzen ganz stark auch auf hash-basierte Signaturen, die man auch zum Beispiel drüber nachdenken kann, ob die nicht für Wurzeln von PKIs geeignet sind und PKIs in Zukunft vielleicht ganz anders aussehen sollen und Ziel tatsächlich Agilität und hybrides Key Agreement. Möchte aber zwei Punkte machen. Agilität, wenn man die am Beginn eines Produktes oder so hergestellt hat oder eines Systems, dann heißt das nicht, dass die auf Dauer erhalten bleibt. Es kann zum Beispiel sein, dass Updates von einem Hersteller nur für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt werden und der danach verschwunden ist. Oder wenn ich Algorithmen auswechseln kann, dann heißt das noch lange nicht, dass Daten, die ich früher damit verschlüsselt oder geschützt habe, nicht trotzdem unsicher werden, wenn sie öffentlich sichtbar waren. Also ist Kryptoagilität ist ein Ziel, aber muss sich doch genau angucken in den Anwendungen, was man überhaupt erreicht und nicht so in den Gedanken verfallen, oh, es ist schon agil, dann ist ja alles gut. Genau, wir haben dazu diesen Leitfaden veröffentlicht. Mir ist ganz wichtig die Feststellung, das ist die Grundlage für eine Diskussion. Wir haben dazu ein Postfach. Anmerkungen nehmen wir da gerne entgegen. Am liebsten natürlich Lob.
Aber ich denke, dass nicht jeder mit jeder Empfehlung darin auch übereinstimmen wird. Ein Kernpunkt ist, dass wir auch beschreiben, grob, was wir unter Hybridisierung verstehen und dass wir das Thema Awareness da ein bisschen mehr in den Hintergrund gestellt haben. Was ich gut finde oder was wir beobachten, ist, dass andere europäische Behörden letztlich auch Veröffentlichungen in dem Bereich machen und dass wir sehr, sehr ähnliche Empfehlungen geben und uns da einig sind. Es ist auch unser Ziel, dass wir letztlich eher eine europäische Lösung haben, mit der alle leben können und nicht so nationale Alleingänge. Das betrifft übrigens auch die Standardisierung. Das ist ein paar Mal an uns herangetragen worden. Wir könnten ja sowas wie einen deutschen NIST-Wettbewerb machen, um dann deutsche Algorithmen auszuwählen. Das halte ich insgesamt gesehen für keine gute Idee. Genau, und das Ganze wird es jetzt auch in den nächsten Tagen, hoffe ich, nicht nur auf Deutsch, sondern auch in Englisch geben. Und dann werden wir versuchen, das weiter zu promoten. Genau, Hybridisierung. Das Ziel, was wir haben, ist, dass in der nächsten Zeit tatsächlich eine Verbindung aus mehreren Schlüsseln verwendet wird und das mit einer Key Derivation Function, wie das wir zum Beispiel NIST standardisiert hat, zu einem Gesamtschlüssel kombiniert wird. Da wollen wir jetzt mindestens zwei verschiedene Inputs, einmal klassische also aus dem Set klassische Schlüsseleinigung, Postquantenkryptographie und vorverteilte Schlüssel. Das heißt, hier würden jetzt so Lösungen, wir machen zwei verschiedene Postquantenalgorithmen noch nicht in unsere Definition fallen. Und zusätzlich würden wir noch QKD-Schlüssel als Input sehen. Ja, aber das wäre tatsächlich noch ein zusätzlicher Input, der dann letztlich erstmal nicht mitgezählt wird. Das ist ein generisches Bild. In Protokollen hat man zum Beispiel oft mehrere Phasen, in denen Kryptographie verwendet wird. Das ist auch in dem Leitfaden genauer ausgeführt. Da kann man sich auch vorstellen, dass in verschiedenen Phasen des Protokolls unterschiedliche Algorithmen verwendet werden. Aber nochmal, Hybrid sollte erhalten werden, ne? Und wir sind gerne bereit zur Diskussion über, was überhaupt hybride PKIs zum Beispiel sind. Und genau, und das ist auch völlig äquivalent zu dem, was ANSI sagt, mit einem Unterschied. Also wir sagen, Hybrid sollte bleiben. ANSI sieht es als eine Übergangslösung, aber das wird man dann im Laufe der Jahre sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben noch keine NIST-Entscheidung. Trotzdem ist es ganz wichtig festzustellen, dass man ja auch vorher anfangen kann und muss. Man muss wissen, wie lange, welchen Schutzbedarf haben meine Daten, welche Daten verarbeite ich überhaupt, welche Algorithmen verwende ich, welche Produkte verwende ich. Und das ist, denke ich mal, auch jetzt völlig unabhängig, diese Frage stellt, die sich von dem ganzen Quantenthema. Auch heute sehen wir noch Leute, die MD5 oder SHA-1 oder andere Sachen verwenden oder Vorschläge, also im Blockchain-Umfeld haben wir es zum Beispiel gesehen, Vorschläge 512-Bit RSA als Schutzmechanismus einzusetzen. Jede Organisation, die sich irgendwie ernst nimmt, sollte das eigentlich als permanenten Prozess im Auge haben und schauen, was da verwendet wird. Jetzt haben wir vielleicht ein disruptives Ereignis vor uns. Da kann man durchaus auch über unmittelbaren Handlungsbedarf nachdenken, wie zum Beispiel die Daten sind so wichtig, dass ich jetzt eine Lösung gar nicht mehr verwenden kann und zu irgendwelchen Notfallmaßnahmen, Preplaced Keys oder Ähnlichem greifen muss. Ne? Eine andere Frage, welche Protokolle müssen eigentlich angepasst werden?
Wir sehen das jetzt, na gut, über TLS und SSL und ähnliche Sachen wird natürlich geredet. Aber letztlich sind da, denke ich, auch Industrieverbände gefragt, um auch mal die Protokolle, die in ihren Sektoren verwendet werden und die teilweise sehr speziell sind, anzugucken, ob die Kryptographie da noch in Ordnung ist. Ne? Und gibt es, wenn nein, gibt es überhaupt Lösungen oder muss man da standardisieren? Ich glaube jetzt als BSI, wir können uns nicht verantwortlich fühlen, in allen Standardisierungen mitzuwirken, wo jetzt die Kryptographie dann veraltet. Ich sage das, weil diese Ideen schon an uns herangetragen worden sind, aber dazu sind wir personell auch gar nicht in der Lage. So, und dann das, so fehlende Vorgaben aus Verbänden sind zum Beispiel auch etwas, was Migration verzögern kann. Also man weiß, dass etwas nicht stimmt, man kann aber nicht agieren, weil es noch keine Vorgaben gibt. Betrifft auch das BSI. Also wenn Sie meinen, da fehlt an irgendeiner Stelle was, lassen Sie es uns wissen. Ne? Wen muss ich in meiner Firma noch einbinden? Mit wem muss ich reden? Ne? Im Behördenbereich spielen solche Sachen wie Beschaffungszyklen auch eine große Rolle. Wenn Sie jetzt einen neuen Rechner gekauft haben oder was auch immer, das jetzt über 5 Jahre da stehen soll und nicht updatebar ist auf Postquantum, dann ist das ein Problem. Es gibt dazu durchaus auch Papiere von NIST und anderen, die jetzt daran arbeiten, tatsächlich auch so eine Art Leitfäden für Migration zu erstellen. Das finden Sie auch in unserem Papier dann, Literaturquellen. Aber wenn ich ein Fazit ziehen soll, was ganz wichtig ist, Migration ist ein Prozess, ja. Also man kann nicht einfach sagen, wir sind migriert und dann ist gut, sondern man muss das als Prozess betrachten und der wird uns auch noch lange verfolgen. Genau, noch eine Werbefolie. Wie gesagt, wir machen gerade eine Umfrage zusammen mit KPMG und BSI, wo wir uns sehr über ihre Teilnahme freuen. Die Zielgruppe sind eher so CISOs, CIOs. Wir machen das mit personalisierten Fragebögen. Die können Sie unter dem Postfach cryptoawareness@bsibund.de erhalten. Wir wollten das nicht, also wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass dann über irgendeine Plattform plötzlich hunderte von ausgefüllten Fragebögen bei uns auftauchen, sondern auch ein bisschen Kontrolle darüber haben, wer nimmt denn überhaupt teil. Ich habe jetzt hier nur exemplarisch eine der Fragen genommen. Wir gehen da eigentlich ein bisschen vom Einfachen zum Speziellen und sind ganz gespannt auf die Ergebnisse, die wir dann sehen werden. Ziel ist, die Ergebnisse eigentlich so im Rahmen der OmniSecure im Sommer dann bekannt zu geben, zu erläutern, mal zu sehen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Und wie gesagt, also ich freue mich auf Ihre Teilnahme und dann wäre ich jetzt auch am Schluss. So, dann komme ich wieder dazu für Fragen. Also gerne wieder aus dem Publikum Fragen in den Chat oder per Hand heben. Und ich habe natürlich auch direkt eine Frage an dich. Ich fand das sehr interessant, was du zum Thema One-Time-Pad, also OTP, gesagt hast. Und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Glaube auch, dass viele aus dem Publikum das häufiger mal hören. Könntest du noch mal so eine Intuition dazu geben, was so die Schwächen vom One-Time-Pad sind? Weil man hört ja immer informationstheoretisch sichere Vertraulichkeit und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ist denn mit diesem Verfahren, was sind die Schwächen? Gut, also erstmal, es bietet maximal Vertraulichkeit, es gibt keine Integrität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, da werden irgendwelche strukturierten Daten übertragen, was weiß ich, Überweisungen und ändere die an der richtigen Stelle, dann ändere ich auch die Überweisung und es fällt nicht auf. Das ist aber noch das kleinere Problem. Was man wirklich sieht, auch in der Praxis, ist, dass es einfach falsch verwendet wird. Dann wird aus Versehen das One-Time-Pad doppelt verwendet, also das der Bitstring und schon hat man verloren, ne? Oder
man hat ja im Grunde genommen auch keine perfekten Zufallszahlen. Die wird man auch bei QKD nicht erzeugen. Und dann hängt es auch sehr vom Einsatzszenario ab. Was will ich eigentlich machen? Mache ich zum Beispiel einen Broadcast-Betrieb und schicke die gleiche Information an viele mit dem One-Time-Pad geschickt, ja, dann multipliziert sich die Schwäche eigentlich letztlich hoch und ich kann vielleicht doch mitlesen. Also das sind so unsere Bedenken, was wir zulassen würden, wäre tatsächlich, dass man AES-verschlüsselte Daten zum Beispiel mit dem One-Time-Pad nochmal überschlüsselt. Aber in der Tat, bei QKD denke ich, die Datenraten werden da bei weitem nicht erreichen, die man im Moment hat. Und es reicht ja nicht nur, es bleibt ja nicht bei der Anzahl der erzeugten Bits, über die wir da reden müssen, sondern darum rum läuft ja ein ganzes Protokoll mit Authentisierung, also Authentisierung, informationstheoretisch sicher und ähnliches und noch viel mehr, also noch viel mehr Datenvolumen, was da bewegt wird. Und das ist, denke ich, auch aus ökonomischer Sicht ein echtes Problem. Ne? Außer man macht wirklich so höchst sichere Verbindungen für bestimmte Anwendungszwecke. Was tatsächlich das One-Time-Pad eventuell leisten kann, ist, dass man damit diesem Store-Now-Decrypt-Later-Szenario entgeht. Das war ein bisschen zu umfangreich, vermute ich. Also ich fand das wichtig, dass du das nochmal darstellst, weil ich habe das nämlich auch, also häufiger höre ich, dass One-Time-Pad benutzt werden soll und ich merke auch, dass gerade die Schwächen in Bezug auf Integrität da nicht bewusst sind, sondern man sagt, okay, ich benutze das als Verfahren und ist sich nicht im Klaren darüber, dass es wiederum andere Angreifermodelle gibt, die dann andere Schutzziele angreifen. Okay, ich sehe, wir haben noch keine Fragen im Chat, dann nutze ich die Gelegenheit und stelle gleich noch eine weitere. Du hast ja auch das Thema Langzeitsicherheit kurz angesprochen, weiß natürlich auch, dass es ein Thema ist, das mich sehr interessiert. Und auch da hast du ja erwähnt, dass, ja, das ist Donald Decrypt Later. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was ist so ein Szenario, was du sehen würdest in der Praxis, was vielleicht Unternehmen machen, wo sie genau in diese Falle laufen, dass sie Verschlüsselung benutzen und eben sich nicht der Gefahr bewusst sind, dass es später entschlüsselt werden kann? Ich meine, wenn es um so Buzzwords und Hype-Themen geht, zum Beispiel bei Blockchain wird das häufig diskutiert. Nicht? Wir machen eine Blockchain und da schreiben wir alles rein und dann ist es langzeitsicher. Und da hilft mir auch keine Kryptomigration, wenn ich Daten mit einem Algorithmus, der dann gebrochen wird, verschlüssele und in die Blockchain lege, dann sind sie da und dann kann ich später entschlüsseln. Das ist ein Problem und im Grunde genommen glaube ich auch, dass viele sich gar nicht bewusst sind oder überhaupt mit so einem Szenario rechnen, dass ihre Daten aufgezeichnet werden oder dass die überhaupt wertvoll sein könnten. Das fehlt sehr, sehr viel Bewusstsein. Ja, ich habe, also hast ja vorhin Johannes Buchmann angesprochen, mit ihm habe ich ja auch länger gearbeitet, das ist ja mein Doktorvater und wir hatten, vielleicht um das mal einfach zu ergänzen, fand ich immer sehr schön das Beispiel vom Data Center in Utah. Ich weiß nicht, ob du das kennst, genau. Ja, das ist ja endlos viele Jottabytes an Speicher, ne? Und es liegt auf der Verbindung, auf einer zentralen Internetverbindung, ne? Genau, und spannend ist auch, was Sie auf der Seite sagen. Also Sie sagen ja tatsächlich, dass Sie AES-verschlüsselte Daten speichern, eben genau, weil Sie eben bestimmte Inhalte, also suspicious sein können, suspicious Inhalte haben können. Also das heißt im Prinzip genau, das passiert tatsächlich auch real, dass AES-verschlüsselte Daten gespeichert werden und mit dem Ziel, sie halt später zu entschlüsseln. Also wenn man zum Beispiel in das NSA-Museum geht, ne, da steht am Anfang eine Desentschlüsselungsmaschine. Also so ein Riesenraum mit Bändern und Robotern. Und die Idee ist halt, wenn man stereotype Dateien verschlüsselt, also was weiß ich, stereotype Anfänge von Word, ne, dann kann man einfach da in der Datenbank nachgucken und die haben halt die 2 auf 56, also Chiffrate, und gucken. Warum sollte das bei AES jetzt heute nicht passieren, wenn man noch so eine Unterstützung hat? Sehr schön. So, jetzt sind wir schon ein bisschen in der Diskussion drin. Ich würde sagen, vielleicht holen wir einfach den anderen Manfred noch dazu und starten mit unserer Panel-Diskussion. Ich würde nämlich gerne mit euch nochmal so ein bisschen auf das Thema Transformation Journey eingehen. Das heißt, also ich denke, das war jetzt für viele Unternehmen sicherlich sehr interessant, was wir gehört haben. Und was ich, also eigentlich wäre meine erste Frage gewesen, was kann man jetzt als nächstes machen? Aber ich finde, das hast du, Manfred,
muss immer ergänzen, doch, da schon sehr schön in deinem Vortrag aufgezeigt. Und ich finde, was jetzt eine andere Frage ist, die sich anschließt, ist gerade mit dem Bild, was ihr ja beide hattet, dass man eben sozusagen die Migration geschafft haben muss, bevor es Quantenrechner gibt. Deswegen so ein bisschen die Frage an euch oder auch an uns, gibt es da Abschätzungen, also jetzt als Unternehmen, wie lange brauche ich denn? Also wenn ich jetzt rechtzeitig fertig werden möchte, gibt es da so ein Gefühl dafür, wie lange muss ich denn Zeit einplanen, bis ich meine Migration geschafft habe? Es ist ähnlich der Frage, wann kommt der Quantenrechner? Also so Feedback aus der Industrie, von anderen Industrieunternehmen, ist tatsächlich ein Zeitraum über 10, 12, 14 Jahre. Und das sind interessanterweise Banken gewesen, also international agierende Banken, die natürlich entsprechend komplex sind. Die Bahn ist ja auch komplex, besteht, glaube ich, aus 170 Unternehmen weltweit. Das heißt, wir haben verschiedene PKI-Systeme im Einsatz und die müssen natürlich alle auf den aktuellen Stand gebracht werden. Und dazu bestellt man erstmal eine Landkarte, um das Ganze überhaupt aufzunehmen. Und dann fängt der Prozess der Budgetierung an, Planung, Budgetierung und so weiter und sowas braucht schon eine gewisse Zeit. Ja. Das ist kein Projekt, was man mal in einem Jahr macht, das definitiv nicht. Das gehört sicherlich zu den größten Herausforderungen, PKI-Strukturen. Aber ich denke, so ein Unternehmen, was gibt es denn auch, also das ist sicherlich die größte Herausforderung, aber so als Unternehmen habt ihr da ein Gefühl, was sind denn so die kritischen Bereiche eigentlich? Also sagen wir mal, ich verschlafe das jetzt komplett und sage, ich mache jetzt einfach mal nichts, ich lasse es auf mich zukommen. Was sind denn dann genau, was passiert denn dann? An welchen Stellen schlägt das ein, dass es Quantenrechner gibt? Was hebeln die aus, jetzt so in meinem Unternehmen speziell? Nein, also, die Systeme sind ja klassifiziert. Also das weiß ich schon ziemlich genau. Ich würde mich aber jetzt schwer tun, das in einer aufgezeichneten Session tatsächlich zu sagen, welche Systeme das denn wären. Nein, aber mehr so von der Art vielleicht von System. Also welche Art der Kryptografie wird gebrochen? Wo setzt man die üblicherweise ein? Worauf muss man eigentlich schauen? Das war eher so ein bisschen meine da Frage hin. Okay. Ja, also ich komme eher aus der Anwendungs- beziehungsweise von der Applikationsseite und für uns sind die Kritis-Systeme tatsächlich erstmal die relevanten, die wir uns anschauen. Ja. Ja, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung auch gemacht, wenn man jetzt schaut und das eben fleckt bei Unternehmen, was sind die kritischen Bereiche, ist es halt vor allem auch immer Kommunikation sehr viel. Also was du auch schon sagst, Zertifikate, aber natürlich sobald Daten kommuniziert werden, weil da werden ja auch die asymmetrischen Verfahren viel eingesetzt, weil als Storage, also Daten, die gespeichert werden, sind ja häufig symmetrisch verschlüsselt und bei der Kommunikation ist es viel die asymmetrische Verschlüsselung und damit auch das, wo man drauf gucken muss. Und natürlich die PKI-Gerätezertifikate überall verteilt, Personenzertifikate. Das ist genau das, was dann den Aufwand auch macht. Okay, vielleicht noch mal eine Frage. Habt ihr einen Einblick, wie bereit sind Unternehmen aktuell? Also wir haben ja schon ein bisschen gesehen, was muss gemacht werden. Das war vielleicht auch eine Frage an das BSI. Ich weiß nicht, wie weit ihr da einen Einblick habt. Wo stehen Unternehmen denn gerade? Also in Bezug auf das, was sie alles noch tun müssen. Wie sind die da so aktuell aufgestellt? Und natürlich auch gern an dich, also an beide Manfreds, ist die Frage BSI gerichtet. Kann ich sagen, wir hoffen ja, dass wir in ein paar Wochen da mehr wissen. Aber andererseits haben wir vielleicht da jetzt auch schon wieder ein Bias in unserer Umfrage, weil sich natürlich nur die melden, die an dem Thema interessiert sind. Das können wir jetzt auch nicht ganz ausschließen. Also ich glaube, das wird von vielen noch abgetan. Also gerade so in kleineren Unternehmen und in größeren Unternehmen. Ich weiß nicht, ob es dann schon so ein richtig volles Bewusstsein gibt. Also ich würde zweifeln. Aber vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Also das. Naja, wir beide treten ja schon als Sensibilisierer auf, unabhängig voneinander und auch gemeinsam auf Veranstaltungen. Und ich stimme dem Greg von Entrust zu. Also die Unternehmen sind noch nicht mit dem Thema vertraut.
Und wir haben auch verschiedene Veranstaltungen mit Voice unter anderem gemacht, also quasi mit der Anwenderorganisation. Und da merkt man schon, auch große Industrieunternehmen, die haben im Moment andere Herausforderungen, als sich jetzt auf Quanten-Security vorzubereiten. Das heißt, da geht es überhaupt erstmal um grundsätzliche Abwehr von Cybersecurity-Angriffen. Und da sind wir ja gerade dabei, unter anderem über diese Veranstaltung zu sensibilisieren, dass da was getan werden muss. Also ich glaube nicht, Manfred, dass das pessimistisch ist. Ich glaube, da ist noch eine sehr große Zurückhaltung. Als wir 2019, 2020 mit dem Thema angefangen haben, da war es schon eher so ein gefühltes Hype-Thema. Also es ist vielleicht wie NFT heute. Was ist denn das? Was soll denn das? Ist das jetzt so ein Marketing-Gag oder kommen diese Systeme tatsächlich? Und so in den letzten 2 Jahren hat es sich tatsächlich auch in den Köpfen breiter getan, dass die Technologie da ist und dass natürlich auch das Risiko damit entsteht. Und ich glaube, die CISOs oder viele CISOs haben es mittlerweile auch auf der Agenda. Naja, aber ich denke manchmal, dass wir viel zu häufig noch sehen, dass sich Unternehmen quasi dann nur zeigen, wenn sie auf Fördergelder hoffen können. Ne? Und ansonsten in Deckung gehen und sagen, macht ihr mal, ne? Und das ist letztlich auch nicht unsere Aufgabe. Also wir versuchen jetzt über so Multiplikatoren das Thema zu verbreiten, Kritis oder was auch immer, solche Veranstaltungen wie heute. Wir werden das nicht leisten können, dass wir alle Probleme von allen Branchen für die Leute lösen und in die Standardisierung gehen. Also unser Ziel ist es eher, dass man dann vernünftige Standards macht, die irgendwie so in unserem Sinne sind. Ne? Also ich bin zum Beispiel froh, wie gesagt, über das Thema Agilität. Da hieß es vor einiger Zeit, gab es da sehr, sehr großen Widerstand noch dagegen, gegen so Themen wie hybride Lösungen. Das ist jetzt, denke ich, anerkannt. Ne? Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Ne? Aber generell denke ich auch jetzt bei dem NIST-Prozess, dass der Fokus auch bei vielen dann immer noch eher so auf Performance liegt, statt auf Sicherheit. Das, denke ich, zieht durch. Also da wird eher über Anzahl von Operationen geredet, die nötig sind, als über das Sicherheitsniveau, was man erreicht. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen noch nicht, was man dann erreichen kann an Sicherheit, wenn wir erstmal die Algorithmen, die da ausgewählt sind, implementieren. Ne? Es kann auch sein, dass einer, der erstmal schwächer aussieht, vielleicht einfacher oder einfacher sicher zu implementieren ist und dann doch besser ist. Ne? Ich glaube, was ich auch anschließe, das fand ich, achso ja, auch Manfred, muss ich aber dazu sagen, ja auch in deinem Vortrag so ein bisschen erwähnt, ist natürlich das, also mit dem Thema Agilität und auch natürlich zu gucken, überhaupt, was setze ich ein? Und ich meine, da finde ich die Frage auch interessant, wie bereit sind eigentlich die Unternehmen in Bezug auf Kryptografie? Ich weiß nicht, was eure Einschätzung ist, wie viele Unternehmen wissen denn, was sie einsetzen, haben irgendwo eine zentrale Datenbank, wo sie wissen, das sind die Verfahren, die wir einsetzen, das sind die Orte, die wir verschlüsseln, wo verschlüsseln wir nicht, was machen wir mit unserem Key-Management? Also, weil ich denke, das ganze Thema Agilität ist ja auch ein Governance-Thema. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man, wie gesagt, diese hybriden Lösungen hat, aber um schnell handeln zu können, finde ich, braucht es halt auch einfach die Prozesse, braucht es die Rollen, die Verantwortlichkeiten. Und auch da, so mein Eindruck ein bisschen, wenn ich in Unternehmen schaue, dass auch da tatsächlich immer noch ein Schritt zu tun ist. Deckt sich das mit dem, was ihr so wahrnimmt, oder seht ihr da die Unternehmen schon deutlich besser aufgestellt, jetzt im Bereich Governance oder Management von kryptografischen Verfahren im Allgemeinen? Ja, da kann ich nur aus der Erfahrung sprechen. Also da ist der Konzern, für den ich arbeite, tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt. Also wir wissen, was da los ist und wir haben den entsprechenden Überblick und wir haben auch entsprechende Truppen im Einsatz, die sicherstellen, dass wir das Richtige implementiert haben. Also da bin ich entspannt. Ja, wobei natürlich die Bahn auch besondere Sicherheitsrisiken hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie so eine Leitstelle wird gehackt und ein Zug fährt sonst wohin, ne? Dann ist der Schaden ja schon sehr groß. Ich vermute, bei anderen, die da so unterwegs sind, die erkennen vielleicht gar nicht, welche Schäden entstehen können. Ne? Ich meine, wie oft haben wir jetzt schon Berichte gehabt von Krankenhäusern, deren Daten verschlüsselt wurden und ähnliche Aktionen. Ne? Das
Da sollte man ja eigentlich hoffen, dass das im Laufe der Zeit mal abgestellt wird. Aber man jetzt nicht beobachten. Ja, das ist die letzten Jahre ja auch nicht unbedingt ein Schwerpunkt in den Unternehmen gewesen. Und das ist ja auch gerade Security ist ja auch ein ungeliebtes Kind. Und das kostet Geld, aber man sieht keine Effekte. Man hat keine fachlichen Funktionen, die tatsächlich einen Mehrwert liefern. Und ich kann mir schon vorstellen, dass aus dem Grund in diese Themen auch wenig rein investiert wurde. Und im Moment ist es ja auch so, dass der Mitarbeitermarkt in dem Bereich nicht unbedingt so üppig ist. Und das heißt, da allein Kandidaten zu finden und die in den Einsatz zu bringen in Unternehmen, ist schon beliebig schwierig. Das wird ja immer schwieriger. Ich möchte jetzt gar nicht von diesem War for Talent sprechen, aber wir merken einfach, dass jetzt gerade dieses Spezialwissen in dem Bereich, im KI-Bereich, natürlich auch im Quantenbereich, dass das immer rarer wird. Und deshalb ja auch die Aussage von Hellstern eben in der Runde, wo gesagt wurde, dass wir auch die Fachhochschulen dahin bringen müssen, dass sie natürlich ausbilden und dass wir auch quasi eine Mitarbeiterpipeline aufbauen können, um in diesen Themen aktiv zu werden. Also ich glaube, es ist mehrschichtig. Es ist auf der einen Seite Sensibilisierung, die nicht unbedingt so stark vorhanden ist, wie sie vorhanden sein sollte. Und auf der anderen Seite ist es ein Kapazitätsthema. Ja, ich glaube, man muss die Systeme auch dahin bringen, dass sie einfacher überhaupt zu bedienen sind. Also, dass nicht jeder Administrator dann noch alle möglichen Auswahlen treffen kann zu guten Algorithmen, der dann irgendwo in welcher Computerzeitschrift auch immer gelesen hat, dass ein spezieller Algorithmus der beste ist, um den dann auszuwählen. Ne? Das ist, glaube ich, auch schädlich. Also, wenn man zu viel hat, ist auch so eine Art Denial-of-Service-Attacke auf die Evaluatoren, wenn man zu viel Vielfalt anbietet. Ich denke, es ist auch besonders spannend, weil man natürlich selber Software entwickelt. Also wenn man jetzt mal in die Richtung überlegt, dass Unternehmen stellen ja teilweise auch Software her, die Kryptografie verwendet. Und wenn es dann darum geht, eben Leute zu bekommen, die diese Bibliotheken dann eben implementieren, beziehungsweise die implementierten Bibliotheken einsetzen. Ich meine aber auch selbst das ist ja nicht unbedingt trivial. Also ich kann mir vorstellen, dass da insbesondere auch Expertise gebraucht wird. Und wie ja schon gesagt wurde, das ist auf dem Markt sicherlich selten aktuell. Ja, wir sind sonst von GitHub kriegen, ne? Ja, genau. Wir sind ja jetzt in der kleinen Runde hier und ihr kennt ja wahrscheinlich auch immer diesen Challenge zwischen den Physikern und den Informatikern im Thema. Das merken wir jetzt eben hautnah. Das heißt, der geneigte Physiker ist jetzt nicht unbedingt der Softwareentwickler und hat auch nicht unbedingt die so Security-Brille auf, wenn er Dinge implementiert, was er selbst der Entwickler, der Informatiker nicht unbedingt initial hat. Das heißt, selbst das muss denen überhaupt erstmal vermittelt werden, dass das ganz, ganz wichtig ist und ganz dringend ist. Und das ist aber schlussendlich dann auch wieder eine Frage des Vorgehens, eine Frage des Prozesses, auch des Anwendungsentwicklungsprozesses. Und das fängt eben ganz vorne an. Sagen wir mal, das kann nicht rein getestet werden, sondern das muss tatsächlich bei der Softwareentwicklung schon im Vorfeld berücksichtigt werden. Und in der Ausbildung. Ja, ich weiß, es gibt in der Forschung gibt es auch so Überlegungen, ob man Tools bauen kann, die Entwickler unterstützen dabei, wenn sie solche Bibliotheken einsetzen, also Hinweise geben, wie bestimmte Verfahren zu parametrisieren sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt da kein Experte ist, kann man da irgendwas eintragen, weiß aber vielleicht überhaupt nicht, was das für Konsequenzen hat. Oder auch, wenn man Sachen miteinander verwendet, also die Kompatibilität zwischen verschiedenen Bibliotheken, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, dass diese Tools automatisch supporten, Fehler zu vermeiden, weil das ist die man ja immer wieder, tatsächlich auch bei Ransomware, die dann geknackt wird, sind dann häufig Implementierungsfehler irgendwo dahinter, die dann erlauben, die Kryptografie auszuhebeln. Das geht natürlich auch bei entwickelter Software. Okay. Ja, Komplexitätsreduktion, nicht? Also wenn man unheimlich komplizierte Software hat, dann ist sie einfach nicht evaluierbar. Ja, man übersieht die Fehler dann halt sehr schnell, ja. Ja, wer hat schon mal OpenSSL oder sowas evaluiert? Und jeder setzt es ein. Wir haben noch ein paar Minuten. Also was ich als zweites Thema noch ganz interessant fände, was bräuchten Unternehmen denn jetzt eigentlich noch? Also wir haben schon gehört, es wird gerade Standards entwickelt, Standards kommen raus. Wir haben auch schon was über Hardware gehört. Was bräuchte oder was muss eigentlich noch von außen kommen, damit Unternehmen jetzt Post-Quantum-Kryptographie einsetzen können? Vielleicht nochmal so ein Wrap-up. Was fehlt alles?
was sind noch die Themen, an denen aktuell gearbeitet werden muss? Also ich glaube, fast ist es auch um regulatorische Fragen. Ne? Viele Unternehmen, die agieren erst, wenn es ihnen gesagt wird, dass sie es tun müssen. Ne? Oder umgekehrt, also teilweise müssen sie halt Vorgaben einhalten, die nicht geändert worden sind. Und dann, was sollen sie machen? Ne? Also letztlich bewegen wir uns dann auch in Richtung juristische Fragen. Ne? Wir denken ja immer, wenn wir was in eine technische Richtlinie stellen, dann ist das erstmal, definiert das den Stand der Technik und hat auch eine juristische Wirkung. Aber wir können bestimmt auch nicht alle Fälle abdecken. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das spüren wir jetzt im Moment ja auch. Also wir haben ja die Möglichkeit, die berühmte Kryptoagilität schon einzuführen in den Unternehmen, unabhängig dessen, was bei dem NIST-Prozess wirklich rauskommt. Dank Manfred gibt es ja auch Unterlagen und Empfehlungen, die eingesetzt werden können. Aber es gibt immer noch so eine gewisse Zurückhaltung. Solange sowas nicht regulatorisch tatsächlich vereinbart wird und vorgegeben wird, gibt es eine andere Priorisierung. Also man priorisiert dann eben auf Themen, die das jetzt nicht berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung für die Unternehmen und auch natürlich für die CIOs und für die CISOs, die entsprechende Priorisierung in eigenen Unternehmen dahin zu bringen. Ja, das kann auch bei banalen Sachen scheitern, wie das irgendwie ein Zertifikat, für, also wenn sie jetzt Comcateria-Zertifikat für irgendein Produkt, dass das vielleicht erlischt, wenn man einen Fehler behebt oder etwas besser macht. Ne? Das kann ja passieren. Ja, ich sehe das auch tatsächlich, also bei vielen Unternehmen, dass sie auch bei den Aufsichten so ein bisschen hinterherren, ist das falsche Wort, aber dass das stark begleitet, auf was sie ihre Prioritäten setzen, weil da gibt es dann eben Vorgaben, dann gab es vielleicht auch Prüfungen, dann gab es eben Schwachstellen, die wurden identifiziert und dann wird natürlich sich erstmal darauf konzentriert, dies zu schließen. Und auch da sehe ich aktuell nicht, dass jetzt Kryptografie sehr stark im Fokus ist, auch nicht Postquantum-Kryptografie. Und ich denke, das ist genau so ein Punkt, weil natürlich viele aufgrund von dem begrenzten Personal und der begrenzten Finanzierung gucken müssen, wie sie priorisieren. Priorisieren sie natürlich das, was so ein bisschen auch durch die Gesetzgeber dann als erstes oder als nächstes gefordert wird. Also ich denke, das auf jeden Fall würde einen riesen Unterschied machen. Wir werden auch Lobbyismus sehen. Das haben wir schon immer gehabt beim Signaturgesetz und Ähnlichem, dass dann halt Firmen darum kämpfen, dass irgendwelche Sachen noch mal ein Jahr länger verwendet werden können oder ein paar Bits weniger. Das werden wir wieder sehen. Ne? Also keiner will seine Sachen wegschmeißen und letztlich sind da ja auch Menschen beteiligt, die vielleicht sich dann auch denken, na gut, vielleicht schaffe ich es noch, die Lösung, mit der ich hier glücklich gewesen bin, über meine Pensionierung zu treiben und überlasse den Ärger anderen. Kann ich mir gut im PKI-Umfeld auch vorstellen. Also, weil das hatten wir ja vorhin kurz, das ist schon ein großer Aufwand, wenn man jetzt wirklich das konsequent nutzt für seine Geräte und seine Mitarbeitenden, dann die Zertifikate alle auszutauschen. Auch wenn man das dann eben migriert sukzessiv. Das ist schon auch eine große Änderung. Und dann natürlich wahrscheinlich auch die Angst, ist das kompatibel mit meinem ganzen System? Ich muss ja nicht nur damit signieren, ich muss das ja auch überall verifizieren können, diese teils hybriden Signaturen. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Praxis sicherlich auch ein großes Thema ist und dann auch erstmal gescheut wird, diesen Schritt zu gehen. Die Sachen müssen ja sozusagen auch grenzüberschreitend irgendwann standardisiert werden. Das reicht ja nichts, wenn wir hier irgendwie eine Sonderlocke machen. Und vielleicht muss man manchmal auch vorangehen und einfach Vorschläge auf den Tisch legen. Ja, wir machen das zum Teil schon in Ausschreibungen. Das heißt, wir schreiben in der Ausschreibung schon die entsprechenden Anforderungen rein. Das heißt, immer wenn was Neues entsteht, dann muss das berücksichtigt sein, sodass wir zumindest die Hersteller entsprechend in die Pflicht nehmen. Weil dann ist natürlich die Herausforderung, dass wir in Zeiträumen über 20, 30, 40 Jahre denken, wenn wir auf die Systeme schauen. Das ist ja nichts, das ist ja kein Handy oder Ähnliches, was man in 2 Jahren ersetzt, sondern die Systeme, die tragen ja meistens ein bisschen länger. Und das ist genau eine der großen Herausforderungen, die wir im Moment haben. Und wer sind die Hersteller? Also was ist so deine Erfahrung mit den Herstellern? Bieten Sie das an oder ist häufig noch die Aussage, können wir nicht? Können wir nicht, das habe ich bisher noch gar nicht gehört. Also sie beschäftigen sich alle damit, also zumindest die, mit denen wir über dieses Thema gesprochen haben. Das ist definitiv auf der Agenda und es gibt eben welche, die sind weiter und es gibt welche, die fangen mehr oder minder auch gerade erst mit an.
Aber es wird nicht völlig abgelehnt, das Thema. Mich hat es ja auch auf der Folie stehen, das geht ja nicht weg. Also jeder weiß ja, dass es kommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich glaube, genau diese Unsicherheit, ob das jetzt in 5 Jahren oder in 10 Jahren kommt, das ist, da bin ich bei Manfred Lochter, das überdauert vielleicht dann irgendwann so diesen Rentenanspruchsdauer, die man noch absitzen muss oder möchte. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass hier einige Dinge im Moment nicht getan werden. Und über die Hürde muss man eben drüber. Es kommt ja so oder so. Ich habe mich schon gefreut, ich habe auch in das BSI-Dokument reingeschaut und mich hat gefreut zu sehen, dass es da relativ viele Projekte auch gibt, um verschiedene Protokolle, die man ja auch selber nicht anpassen kann, wie jetzt TLS oder Schlüsselaustausch, E-Mail-Verschlüsselung, diese Themen, dass es tatsächlich eigentlich viele Arbeitsgruppen gibt, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Postquantum-Kryptographie in diese Lösung integriert werden kann. Und das, finde ich, ist schon auch ein gutes Zeichen. Also das sind so die ganzen Themen, an die man so denkt, dass da bräuchte man etwas, scheinen tatsächlich auch gerade in Angriff genommen zu werden. Also da geht es durchaus voran. Ich denke, wir sind da dem BMBF auch sehr dankbar. Die haben da relativ viel Geld ausgegeben, also gerade für die BMBF-Projekte. Und so als BSI hoffen wir eigentlich, die kommen jetzt zum Ende, dass danach nochmal eine Runde gibt mit neuen Projekten. Da muss man halt drüber überlegen, was dann weitergeführt werden muss oder wo es noch fehlt. Das kann man sicherlich dann auch mit dem BMBF besprechen. Und ansonsten denken wir tatsächlich auch, dass es noch viel mehr Forschungsanstrengungen benötigt werden, um diese ganzen Sicherheitsaspekte oder die ganzen theoretischen Implementierungsaspekte oder so von Postquantenkryptographie anzugucken. Das hatte ich ja vorhin schon versucht zu sagen. Also da gibt es ganz viele offene Fragen, die auch Auswirkungen haben auf das, was wir nehmen. Zum Beispiel die Frage strukturierte gegen unstrukturierte Gitter, ne? Wir machen ja jetzt eine Empfehlung, die von der Performance, sagen wir mal, jetzt nicht so attraktiv ist wie die anderen Kandidaten. Andererseits sehen wir auch kein Argument dafür, dass die gleich sicher sind, ne? Da kann man sicherlich noch mal ein paar Doktorarbeiten verbrauchen, ne? Und genauso HHL. Da gibt es dermaßen viele offene Fragen, Seitenkanäle, und da ist sicherlich einfach auch noch mehr Forschung nötig. Und da muss man gucken, wie das organisiert wird. Ne? Gibt es eigene Institute? Dem BSI gibt ja anscheinend keiner gerne Stellen. Also wie ist das jetzt mit der Sicherheitsforschungslandschaft letztlich? Ne? Wo wird es gemacht? Also wenn jetzt an jeder Uni mal so ein bisschen rumgemacht wird, ist, glaube ich, auch nicht gut. Man muss es schon ein bisschen zentraler zumindest, finde ich, anpacken. Das muss alles noch entstehen. Und dann auch da stellt sich dann wieder die Frage, woher sollen eigentlich die Forscher kommen? Und tatsächlich, also dieses Thema, also Quantenkomplexitätstheorie, wir wollen ja auch nicht viel daran. Es ist halt eine neue Art zu denken, neue Algorithmik. Also wir müssen auch, wie ist es mit der Ausbildung von Informatikern? Also ich hatte vor kurzem mal mit so einem, sagen wir mal, glaube ich, habe es schon mal erzählt, so einem Papst für Routenplanung und solche Geschichten gesprochen, der dann glücklich war über irgendeinen minimalen Epsilon-Vorteil, den er hatte. Ne? Da habe ich gefragt, wie wäre es denn jetzt mit Quantencomputern? Sagt er, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ne? Und das ist vielleicht auch der falsche Ansatz, zu sagen, wir verbessern traditionelle Geschichten um fast nichts letztlich. Also wenn man in der Realität ist, also asymptotisch vielleicht, aber in realen Anwendungen fast nichts, sollte man da nicht vielleicht auch mal überlegen, ob man ohne Erfolgsgarantie einfach mal guckt, welche Quantenalgorithmen man da verwenden könnte. Sehr schön. Danke. So, jetzt sind wir am Ende mit unserer Panel-Diskussion. Habt ihr noch ein paar letzte Worte, die ihr sagen wollt, bevor wir zurück zur Mainstage zur Verabschiedung gehen? Ein paar letzte Worte, ich hoffe nicht. Vielleicht in Anlehnung, was Manfred Lochter gerade sagte, dass das Thema, das ist ja tatsächlich relativ neu in der Industrie. Und ich glaube, wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, dass es wahrscheinlich noch etwas dauert. Das muss sich überhaupt erstmal sortieren. Das sortiert sich, denke ich, auch über die Konsortien, über die Gremien, die jetzt entstanden sind. Und
Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass es in die Köpfe reingeht und dass verstanden wird, was da auf uns zurollt, gerade im positiven wie auch im negativen Sinne. Vielleicht was Positives, es hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ganz schön entwickelt. Also mittlerweile ist die Vernetzung doch schon ganz gut. Genau, das hätte ich auch gesagt. Also ich finde es jetzt im Vergleich zu der Zeit, als ich noch in der Forschung tätig war, das ist jetzt auch so bei mir schon 5,5 Jahre her, zu jetzt, also das sind schon Welten. Also man merkt, es geht voran, es kommt in die Praxis und das freut mich sehr zu sehen. Und ja, auch schön, diese Veranstaltung zu haben, mit euch zu diskutieren über das Thema. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen vielen Dank für eure Zeit, dass ihr hier dabei wart. Und natürlich auch Dank an das Publikum, das die Fragen gestellt hat, die interessanten Fragen. Und damit würde ich jetzt die Session beenden und wir sehen uns zur Verabschiedung auf der Mainstage. Vielen Dank. Ja. Bis gleich, ja. Danke, bis gleich. Danke, tschüss. Tschüss.